Heute wieder Hallo aus einem Zug. Ich bin nämlich wieder unterwegs. Heute geht es nach Köln zu den Video Days, beziehungsweise nur für den Samstag. Und ja, ich dachte, ich nehme dich wieder mit. Ich habe auf jeden Fall heute noch nichts gegessen. Deshalb habe ich mir erstmal was zu futtern geholt. Und zwar einmal von Sushi Factory so eine Lachsbox. Dann noch so ein Algensalat habe ich mir auch noch geholt. Und dieses Mal was zu trinken, nämlich von Volvic das normale Wasser. Oh Gott, ich liebe das. Das ist so lecker. Wer ist noch ein Sushi-Fan? Ich wollte dir einmal meine Hose zeigen. Und zwar habe ich die gestern erst gekauft. Und ich wollte schon die ganze Zeit so eine kaputte Hose haben. Es ist unglaublich schwierig, so eine zu finden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ich bin wirklich überall gewesen und habe bei Telly Whale, heißt das, glaube ich, der Laden, da habe ich dann diese hier gefunden. Und ich muss sagen, ich finde sie so toll. Also das ist so ein toller Stretch-Stoff. Also der ist gar nicht so ein hartes Jeans-Stoff, sondern wirklich sehr gemütlich und vor allen Dingen passt mir auch die Länge, was ich sonst immer total schwierig finde, für mich eine passende Länge zu finden, weil ich so Stummelbeine habe. Aber falls du auch so ein kleiner Mensch bist, dann schau mal bei Telly Whale vorbei, vielleicht findest du dann auch deine passende Hose. Und ja, ansonsten weiß ich nicht, du merkst, mir ist langweilig, ich versuche nur irgendwie Konversation zu halten mit mir selbst im Moment. Eben ist ja noch gerade ein neues Video von mir online gegangen, nämlich das First Impressions mit Catrice Produkten und der kleinen Verlosung. Und ich lese jetzt gerade eure Kommentare und freue mich darüber. Und auch auf Instagram habe ich gesagt, dass mir langweilig ist und dass mir bitte etwas geschrieben werden soll, was ich lesen kann. Und das macht jetzt gerade auch total viel Spaß. Also danke dafür. Ich bin jetzt gerade im Hotel angekommen und bevor ich das hier alles zumülle, wollte ich dir einmal zeigen, wie schön das hier aussieht. Also mir gefällt das total gut. Das ist so modern eingerichtet, sauber und ja, so großräumig auch irgendwie für ein Einzelzimmer. Guten Morgen, ich habe mich schon fertig gemacht und ja, ich bin jetzt wirklich aufgeregt, denn gleich in ein paar Minuten kommt mich die liebe Christina und auch die Senne abholen und dann gehen wir zusammen rüber, weil ich wohne eigentlich die Straße gegenüber von der Lexis Arena. Ja, ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Ich wollte dir mal meine Unordnung zeigen, von der ich gestern gesprochen hatte. Ich bin nämlich eigentlich ein Chaos-Mensch und mit diesen Produkten habe ich mich heute eben gerade geschminkt. Ja, mein Spiegel steht da. Eine Selbstkonstruktion, damit ich mich nicht so doll bücken muss. Und ja, jetzt habe ich mir was Langes angezogen, weil es draußen doch ein bisschen kühler ist. Ich hatte nämlich noch so ein anderes Outfit, das siehst du da hinten, also das mit so Shorts und so. Ich ziehe ja so gerne Shorts an, aber das klappt wohl heute leider nicht. Ja, ich habe mir jetzt eine lange Hose angezogen und ich bin aufgeregt. Also gleich geht's echt los. Ich bin jetzt angekommen und hier ist schon eine riesig lange Schlange und ja, unglaublich viele Menschen. Und ich warte jetzt hier, dass ich reingelassen werde. Ja. Achso, die Christina ist auch schon da. Sie hat mich abgeholt. Die Sarah konnte leider nicht. Sie kommt erst später. Aber ja, wir warten jetzt hier erstmal, dass wir reinkommen. Es ist nämlich super kalt. Party ist hier voll im Gange. Also ich zeige das hier einmal. Hier sind unglaublich viele Menschenmassen da hinten. Und die schreien auch ständig wegen irgendwelchen super großen YouTubern, die ich irgendwie nicht so richtig kenne. Aber die eine hier kenne ich. Hallo. Ich habe sie gefunden, die Barbara. Ja. Sie ist gerade hier Mittagessen. Ich sitze hier gerade mit meinen Mädels, hier einmal mit der Barbara. Hallo. Und dann habe ich hier noch die Christina, dann die Senne und die Gamse. Und ja, was machen wir hier? Wir warten, bis das alles vorbei ist und dann gehen wir noch einen Kaffee trinken. Ne? Oh ja, bitte. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Ja, gestern war es noch ziemlich lang geworden. Ich habe jetzt nicht mehr so viel gefilmt. Das war so toll gewesen gestern. Also ich habe so viele liebe Zuschauerinnen getroffen und ja, wir haben uns umarmt und wir haben Fotos gemacht und das war einfach so toll und ich habe mich wirklich über jede gefreut. Und von der lieben Gamse habe ich sogar Geschenke bekommen und zwar einmal so ein Nagellackentferner. Ich glaube, das ist alles von der Türkei, jetzt die drei Produkte. Einmal ein Nagellack von Pastel. Sie meinte, das wäre eigentlich ziemlich bekannt, aber ich kenne sie jetzt nicht so, die Marke. Und das ist halt so ein schöner Fliederton. Also im Moment stehe ich ja total auf Lieder. Nochmal so ein Kajal, auch in so einem lila Ton. Und ich freue mich total darüber. Also Dankeschön nochmal. Du kannst auch gerne mal bei ihr vorbeischauen. Sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Ich verlinke das natürlich unten. Und dann natürlich die liebe Barbara. Das war so toll, sie mal in echt zu sehen. Ich habe sie ja vorher noch nie gesehen und wir verstanden uns einfach immer nur sehr gut über YouTube. Und ja, das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Ja, jetzt warte ich auf Barbara. Sie wollte nämlich gleich vorbeikommen, damit wir zusammen frühstücken können unten. Und danach werden wir Videos drehen und da bin ich schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also
Ja, ich hoffe, das wird lustig. Ich denke, ich glaube, ich. Also, es wird auf jeden Fall lustig. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Wir machen jetzt gerade Videos zusammen und hier mal eine kleine Vorschau. Moment. Ja, wir machen da gerade Thumbnails für das Video und so sieht das dann behind the scenes aus. Das ist der peinlichste Moment beim Videoschneiden und Drehen. Ich warte auf meinen Zug, beziehungsweise er ist schon da und jetzt geht's nach Hause und die liebe Barbara ist noch hier bei mir und sie hat mich hierher gebracht und wir haben den ganzen Tag heute zusammen verbracht und ja, bin voll traurig. Ja, genau, traurig, dass du gehst. Und wir haben ja zusammen gedreht und ich glaube, das ist ganz lustig geworden. Also schau dir das auf jeden Fall an. Und ja, wir verabschieden uns jetzt. Ne? Weiter kommen die Videos wahrscheinlich. Ja, genau, weiter. Und ja. Jetzt sitze ich im Zug auf dem Weg nach Hause und ja, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende für mich. Videodreh war genial und mit Barbara war natürlich auch sehr, sehr schön und sie ist ja einfach mein Schatz, wirklich. Und ich wollte noch kurz zeigen, wir waren nämlich noch bei Douglas gewesen und am Kölner Hauptbahnhof, der Douglas, der ist ja ziemlich groß, also der hat Mac, der hat Benefit, also der hat, glaube ich, so ziemlich alle Marken, die Douglas so zu bieten hat. Und da habe ich mir einmal einen neuen Pinsel gekauft von Mac, nämlich die 188, das ist so ein Stinktierpinsel, mit dem will ich ja entweder Foundation oder Concealer so ein bisschen auftragen, mal sehen, was ich so damit anfangen kann. Dann habe ich mir noch einen neuen Lidschatten geholt, auch von MAC, nämlich die Farbe Cranberry. Davon habe ich ja schon so vieles gehört. Die Darum benutzt den, glaube ich, und die Reni. Und auch die Barbara meinte auch, sie hat den auch, aber sie kommt wohl nicht so gut zurecht mit der Farbe. Aber ich wollte das unbedingt mal austesten. Also vielleicht steht mir das ja. Vielleicht kann ich damit einen schönen Look kreieren. Und dann stand ich schon an der Kasse und wollte bezahlen. Und dann meinte Barbara, schaut mal, das ist diese Handcreme, die ich so toll finde. Und die kann ich absolut empfehlen. Und dann, ja, meinte ich, okay, dann packe ich sie auch gleich mit ein. Und dann, weil ich ja die Douglas-Card habe, habe ich dann so ein super Pröbchen bekommen. Da kriegt man immer mal so größere Proben. Das ist so ein Boss-Duschgel, ist das, glaube ich. Ja, darüber freue ich mich natürlich auch. Ich verabschiede mich hiermit und ich hoffe, das Video war interessant. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann!